就会分在 S 七级。马上第二组预赛第二组就要来登场，一起来帮陈亮达加油。台湾选手18岁的小将陈亮达，今天是排在预赛第二组，他的第二水道。Die beiden Kommentatorinnen begleiten Taiwans Athleten im 400-Meter-Freistil der Männer. In der Live-Übertragung der Paralympischen Spiele in Tokio vom 29. August werden alle Wettkampfteilnehmer vorgestellt, mitsamt bisheriger Wettkampfleistungen und Art der Behinderung. Chen Liangda, der 18-jährige Schwimmer, der für Taiwan in den Ring geht, schafft es auf Platz 8. Die Live-Kommentatorinnen würdigen seine Leistung. Der Behindertensport hat in Taiwan noch nie so viel Aufmerksamkeit erhalten wie in diesem Jahr. Das liegt einerseits an der gewachsenen Begeisterung für Olympia im Allgemeinen. Schließlich hat Taiwan noch nie so viele Medaillen heimgebracht wie dieses Jahr. Zum anderen investiert Taiwans Paralympisches Komitee auch ganz gezielt in eine Werbekampagne, die Taiwans behinderte Olympiaden der Öffentlichkeit bekannt machen soll. In rasanten Werbefilmen und einer Comic-Kampagne auf den sozialen Medien werden die Athletinnen und Athleten vorgestellt. Ein Comic zeigt zum Beispiel den sehbehinderten Weitsprungathleten Yang Chuan Hui mit einer Augenbinde über die Wolken fliegen. Teamkollegin Liu Ya Ting, die Speerwerferin, ist mit Speer in der Hand und Wonder Woman-Kostüm zu sehen. Die im typisch asiatischen Stil der Kawaii-Niedlichkeit gehaltenen Animationen veröffentlicht das Olympische Komitee eine nach der anderen auf sozialen Medien, um im Vorfeld der Spiele Aufmerksamkeit zu schaffen. Mit den Hashtags Change Starts with Sport und Stronger Than Ever wurde zusätzlich Stimmung für die Spiele gemacht. Dabei bekam das Olympische Komitee Hilfe von oben. Präsidentin Tsai Ing-wen twitterte zweimal über die Paraspiele, lobte den Erfolg der Gewinnerin und empfing einige Athletinnen und Athleten persönlich. Das war nicht immer so. Erst seit 1992 entsendet Taiwan überhaupt Paraathleten zu den Spielen. Bis in die 2010er Jahre gab es kaum Berichterstattung über Paralympia, von Live-Übertragung ganz zu schweigen. Dabei hat Taiwan Weltspitze-Athleten im Paratischtennis und erzielt auch im Badminton und Judo durchgängig gute Ergebnisse. Dieses Jahr hatten sich 10 Sportlerinnen und Sportler in 6 Disziplinen qualifiziert. Aber Behindertensport generell war in Taiwan lange unsichtbar. Das Recht auf Sporterziehung für Menschen mit Behinderung ist zwar gesetzlich festgeschrieben, in der Praxis fehlen aber oft Mittel und Personal. Eine Initiative des Bildungsministeriums und der Taiwan National Normal University aus dem Jahr 2020 soll nun Trainerinnen und Trainer ausbilden, die die Gesellschaft durch Workshops und Vorträge stärker für Behindertensport sensibilisieren und passende Angebote für Heranwachsende mit Behinderung schaffen sollen. Involviert sind Studierende mit und ohne Behinderung. Auch Paralympia-Athlet und Badminton-Profi Wang Junyu ist dabei. Sie haben nicht auf Angebote von außen gewartet. Vincent Huang und Ivy Gore wirbeln über die Tanzfläche, schleudern einander durch den Raum, die Rollstühle rollen im Takt. Auf einer Benefizveranstaltung in Taipei zeigen Taiwans Rollstuhltänzerinnen und Tänzer ihr Können. Vincent und Ivy sind das Star-Tanzpaar der Gruppe und haben auch schon an internationalen Wettbewerben teilgenommen. Die beiden Überlebenden der Kinderlähmung Polio haben sich durch das Rollstuhltanzen kennengelernt, ebenso wie ungefähr 50 andere Rollstuhltänzerinnen und Tänzer, die regelmäßig in der Gruppe Yi Dian zusammen trainieren.
Für Ivy ist das Training auch ein soziales Ereignis, berichtet sie der AFP-Nachrichtenagentur. Im Unterricht haben wir viele Freundschaften geschlossen. Es wird nicht langweilig. Zum Beispiel gehen wir nach jedem Auftritt zusammen etwas essen und alle sind gut drauf. Ausgebildete Tänzerinnen ohne Behinderung huschen zwischen den Rollstühlen hindurch, nutzen die Stütze ihrer stabilen Partner für gewagte Posen und Sprünge über den Stühlen. Die Sportart Rollstuhltanzen wird im Paar entweder mit einem Rollstuhltänzer oder mit zwei Rollstuhltänzern ausgeübt. Im taiwanischen Tanzkreis trainieren sie beides. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Polio-Geschädigte. Die Krankheit wurde in Taiwan erst im Jahr 2000 vollständig ausgerottet. In den Generationen über 40 ist die Kinderlähmung noch heute eine der sichtbarsten Behinderungen in Taiwan. Betroffene haben oft Wachstumsschäden. Einzelne Gliedmaßen sind verkürzt gewachsen oder verkrümmt. Die meisten Menschen mit Polio nutzen einen Rollstuhl. Ivy Gore und Vincent Huang haben ihr Fortbewegungsmittel zum Sportgerät gemacht. Seit 20 Jahren tanzt Ivy Gore leidenschaftlich und in schillernden Kostümen auf ihren zwei Rädern. Vincent Huang stieß 2 Jahre später zur Gruppe dazu. Die beiden haben beim Rollstuhltanz die große Liebe gefunden, einander. Sie lernten sich in der Gruppe kennen und sind heute glücklich verheiratet. Vincent Huang erinnert sich gegenüber der AFP-Nachrichtenagentur an den Moment, als er seine spätere Frau kennenlernte. Mein erster Eindruck von ihr war, dass sie sehr süß ist. Wenn sie geht, wackelt sie hin und her. Dazu kommt, dass sie sehr klein ist. Sie sieht aus wie ein Pinguin. Sehr niedlich. Auch Ivy war der neue Mittänzer sofort sympathisch. In der Tanzstunde fand ich ihn einen besonders interessanten Mitschüler. Er hatte immer was Lustiges zu sagen. Vor 20 Jahren haben sie mit dem Tanzen begonnen, zu einer Zeit, als Behindertensport in Taiwan noch nicht alltäglich war. Heute treten sie taiwanweit auf und waren schon in der lokalen und internationalen Presse vertreten. Der Rhythmus der Rollstuhltänzer steckt an und ihre Geschichte macht Hoffnung auf eine schillerndere Zukunft für Behindertensport in Taiwan. Das war der 4. und letzte Teil in unserer Reihe zu Parasport in Taiwan. Ich bin Karina Rother und Sie hören mich wieder nächsten Sonntag im Wochenendmagazin.